Herzlich willkommen heute wieder bei uns im Demogarten. Wir haben am Freitag Raps gedroschen und sind dann gleich anschließend mit der Kultrohr mit dreireihigem Striegel hinterhergefahren. Was sehen wir dieses Jahr oder was sind die Hauptprobleme dieses Jahr? Wir haben sehr, sehr nasse Witterung, sehr, sehr nasse Böden. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen im Detail, wir haben schon Rapskörner bzw. Pflanzen, die aufgelaufen sind. Die sind vermutlich durch Regen bzw. Vogelfraß nach unten gefallen. Wir haben auch hier noch Körner, die noch nicht aufgelaufen sind oder die gerade am Auflaufen sind. Wie behandeln wir dieses Jahr diesen Ausfallraps? Grundsätzlich muss man sagen, wenn die Böden so nass sind, wie sie jetzt sind. Man sieht das hier, wenn man mit dem Finger reindrückt, sie sind plastisch verformbar. Man spürt deutlich die Feuchte. Sollten wir nicht mit einem Zinkengerät oder mit einer Scheibenegge arbeiten. Diese Schäden, die wir da verursachen, bekommen wir so schnell nicht mehr raus, weil wir nicht wissen, wie die Witterung sich entwickelt. Wenn wir Weizen etablieren müssen dieses Jahr und die Witterung so schlecht bleibt, das heißt, wir kriegen immer weiterhin viele Niederschläge, wird sich die Direktsaat sehr anbieten. Das heißt, wir machen keine Bodenbearbeitung, wir vermeiden Strukturschäden bzw. müssen mit den Strukturschäden leben, die wir haben, und durch die Direktsaat bringen wir einfach keine weiteren Schäden mit rein. Man sieht das jetzt hier vielleicht noch kurz am Bodenprofil, das wir hier ausgehoben haben. Wir haben hier eine leichte Sperrschicht drin. Unter idealen Bedingungen, gute Witterung, wird man jetzt hier unter diese Sperrschicht greifen, die Verdichtung lockern, die organische Substanz einmischen und anschließend dann den Weizen etablieren. Wie gesagt, bei der aktuellen Situation nasse Böden, sehr bindige Böden, würde ich persönlich auf eine Direktsaat gehen dann.